So, Freunde, hier sind wir wieder in dieser Space-Welt. Neues Level, neues Glück. Und ich habe ja eine Entscheidung getroffen im letzten Part, falls ihr es verpasst habt. Nämlich, dass ich jetzt doch offiziell anfange, mit Safe State zu spielen. Oh ja. Okay, wie wäre es, wenn wir es gleich machen? Okay, ich will nochmal hier durch. Einmal noch so. Ich bin überzeugt, ich könnte das Spiel ohne Safe State durchspielen. Glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie weit es noch geht. Oh Mann. Nee, das ist so eine Stelle, da muss man komplett durchziehen. Das geht nicht anders. Da muss ich jetzt so komplett... Ich darf nirgendwo anhalten. Ich muss wirklich in einer Tour hier durch, damit das was wird. Sieht dann ungefähr nicht so aus. Nein, auf gar keinen Fall so. Nö, ich sag das zwar mit den Safe Sets, aber irgendwie will ich gar nicht. Also doch, natürlich. Ich muss. Guck mal, wir werden noch über 30 Parts brauchen für die letzten paar Level. Wenn ich, dass man den Safe Sets nicht mache. Och, komm schon. Fuck. Ich will nur diese Stelle hier noch schaffen. Deswegen ist es so gesehen ein Muss. Aber ihr seht ja, guck mal, ich gebe mein Bestes und ich komme hier nicht durch. Also. Ich bin stehen geblieben. Ja, Fehler. Fehler. Stehen geblieben. Man darf nicht stehen bleiben. Man darf aber auch nicht irgendwie nicht stehen bleiben, weil der Fisch da ist. Das ist echt blöd. Okay, hey, wir haben die erste Stelle überwunden. Das war's. Das war's. Leute, sorry. Ich hab's versucht und versucht. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich hoffe wirklich, ihr habt Verständnis. Ja. Der böse Fisch. Naja. Soundfehler. Irgendwann kommt halt immer dieser Punkt, ne? Was für ein Bullshit diese Stelle ist, wirklich. Sorry. Ne, man muss drüber springen. Ich dachte, die Dinge halten noch irgendwann an. Ich weiß nicht, welche anhalten und welche nicht. Also der hält an, aber der vorne nicht. Okay, gut. Oh nein. So. Slowdown. Emulator ist schuld. Emulator ist schuld. Warum werde ich gezwungen, mit diesem Emulator zu spielen? Ich bin doch überzeugt. Oh! Ach! Okay, okay. Also, es ist jetzt echt nur Verarsche hier, ne? Man. Ja. Darf da nicht durchspringen durch den. Dann gibt es diese Wandsprung. Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt selbst das einsetzen. Ich hätte jetzt so viele Bullshit-Tode schon gehabt. Weil guck mal, dieses Wandspringen, aber nicht Wandspringen. Okay. Doch, das war wirklich die richtige Entscheidung. Weil sonst, bis wir... Guck mal, ihr müsst alle rechnen. Jeden Tod, den ich hier hätte oder jetzt gehabt habe, nochmal das ganze Level vom Checkpoint nochmal von vorne. So, dann kommt so ein Bullshit. Ja, guck mal, guckt euch das mal. Man muss hier Glück haben. Man muss wirklich Glück haben, dass das Ding ein richtig spinnt. So, kann klappen, muss nicht. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Sorry, ist halt so. Ja, wow. Ne, die Level sind zu krass geworden. Und es sind nicht immer mit. Es sind nicht immer faire Mittel, die dafür sorgen. So dieses, huh, du kannst ja gar nicht von unten oben hochspringen, haha, tot, zum Beispiel. Oh, wir können ja die Welt schon verlassen. Oh, Waluigi Pinball in sehr laut. Wow. Boah, ich komme da nicht durch. Sieht's einfach aus, ist aber überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Moment. Komm schon. Jetzt. Ich glaube, ich brauche ein Cape. Okay. Das Level sieht sogar nicht Space Maze aus, sondern einfach wie Las Vegas oder was. Hä? Ach, das sind Stacheln. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Oh. Okay. Ich habe die Stacheln echt nicht gesehen. Den habe ich schon gesehen.
Ja, okay, wir können hier hoch. Ne, will ich aber nicht. Sehr gerne nehme ich aber diese Koopa-Schale mit mir mit. Ja. Ich glaube, ich muss woanders hin, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Okay, muss ich mal loslassen, weil sonst kann ich hier keine Wandsprünge machen. Wow! Ah, scheiße, es hätte fast geklappt. Ja, wo muss ich hin? Okay. Okay, ich bin zu spät los. Gesprungen, ich sterbe sogar beim Versuch, super. Ja, oh nein. Komm schon. Ekelhaft. Puh, was ist hier los? Oh, natürlich, Bonus-Game. Warum nicht? Hat man den auch mal irgendwie in das Spiel mit eingebaut? Und Geld, super. Ich gehe da mal. Das mit dem Leben, das hat sich ja eh erübrigt. In Sachen Relevanz, weil... war ich hier schon? Warte, ich war doch hier schon. Warum bin ich wieder hier? Oder nicht? Ja, das mein Leben hat ja eh erübrigt, weil, oh. Na toll. Ja, komm runter. Ja, das mit dem Leben hat ja jetzt erübrigt, weil... Wenn man... Hä? Ach, ich hätte hier einen Stern... Hallo? Das ist einfach nur eine Falle. Okay. Okay, ist wirklich nur eine Falle da. Ja, wie soll ich denn aber hier weiterkommen jetzt? Hier geht's ja nicht weiter. Warum gibt's überhaupt dann Geld? Ich verstehe ja gar nichts. Okay. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Hier war ich doch schon, oder? Boah, der hat mich komplett übertrumpft, der Typ. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Sieht auch gar nicht mal so verkehrt hier aus. Also vielleicht merkt man das, aber selbst mit Safe-Safe bin ich gestresst hier, ne? Also es ist cool, keine Frage, aber es ist wirklich, viel zu rabiat geworden. So, jetzt geht's in dieses ominöse Geisthaus. Das war doch mal, warte mal, da ist doch mal ein Luigi rumgeschwirrt. Wartet? Hallo, wartet doch mal. Okay. Danke fürs Warten. Warum sind da zwei Schlüssel oben? Wir kennen immer einen Schlüssel für einen Secret Exit. Hat das Level 2 Secret Exits? Das geht doch gar nicht. Okay. Oh, guck mal, sieht noch fröhlich aus. Wir können nicht gehen, auch wenn der Pfeil das so sagt. Wie komme ich hier rein? Ich habe jetzt schon nicht verstanden. Hä? Ist das falsch? Ach, man muss genau in die Mitte. Toll. Luigi ist jetzt Spaghetti. Warte mal. Oh nein, hier ist alles. Alles und nichts ist nichts oder so. Ja, okay. Blöcke sind jetzt Münzen. Fragezeichenblöcke sind jetzt Geister. Ist das Boden? Nee, das sind Instant-Death-Blöcke. Super. Okay, okay, okay. Ganz viel rewinden. Ich glaube aber, ich will da hoch, wenn das überhaupt eine Plattform ist. Das ist jetzt Boden. Also ich weiß nicht, ob wir hier drin zwei Secret Exits finden müssen. Ich wusste gar nicht mehr, ob sowas überhaupt möglich ist, wenn überhaupt. Achso, das ist jetzt keine Plattform für mich.
Ja, die Dinger sind jetzt Münzen und Itemblöcke auch. Ach, ich kann mir auch wehtun, warte mal. Ja, die Dinger tun mir weh, scheiße. Da muss ich jetzt echt meinen ganzen Gewohnheiten aus dem Weg gehen. Hallo, okay. Was ist das? Was ist das? Das ist auch eine Plattform. Das ist keine Plattform. Die Plattform bewegt sich sogar auf mich zu. Das ist kein Boden. Okay. Ja, das ist Boden. Super. Macht doch... Er macht so oft keine Wandsprünge, ne? Das ist krass. Okay, Luigi und Luigi besiegen Bowser. Kann es sein, dass das so ein abgefucktes Luigi-Haus ist oder sowas? Und dass Luigi der Final Boss ist? Also nicht der Final Boss, sondern der Final Boss von diesem Level. Okay. So. Tür, fake. Oh, na, okay. Ich dachte, er würde mich nicht mehr erwischen. Die ist echt. Crash Bandicoot. Okay. Oh, hi. Oh nein, so viele Türen, so viele Wege. Ja, dann suchen wir mal. Das ist eine echte Tür. Ah ja, ich wollte schnell durchsehen, aber ich kann ja gar nicht oben lang. Also wir haben jetzt eine von vielen Türen gehabt, die uns in einen Raum geführt hat, mit einer von vielen Türen. Das ist echt scheiße. Also ich bin froh, wirklich, dass man in Safe setzt. Das war jetzt lange mal überfällig. Spätestens in diesem Level wäre mir das so zu blöd geworden. Mist, ich wollte dran vorbei, aber... Okay, ich muss so präzise dadurch, dass das schon unverschämt ist. Oder so. Ja, oder so. Es sieht nett aus, aber... Weil es, man gar nichts Böses verbindet mit Münzen, aber... In dem Fall ist das leider alles sehr böse. Was ist das? Ist das auch böse? Nö, das ist einfach nur... Puff. So, in diesem Raum sind auch nochmal ganz viele Türen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier zwei Secret Exits noch finden soll, zusätzlich zum normalen Ausgang. Warte mal. Das ist zu viel. Wir werden sehr lange in diesem Haus sitzen. Das ist euch hoffentlich bewusst, oder? Die ist echt. Oh nein. Ganz viele Fake Checkpoints. Okay, dann kommen wir hier hin, oder? Ach, das Item ist sogar echt cool. Okay, das ist schon mal gut, dass es nur eine echte Tür gibt. Ich glaube, von Checkpoints ist keiner real. Oder? Ich meine, ist jetzt auch scheißegal, wenn, aber... Weil wir eben mit Self-Set spielen. Okay, aber nur eine Tür ist echt. Es sei denn, hier unten ist noch was, aber sah jetzt nicht so aus. Ja, okay. Waren wir hier irgendwie eine schon mal... Ich denke nicht. Schloss. Musik. Ich bin wieder da. Nein. Dann hat die mich nur zurückgebracht. Die Tür. Okay. Soweit wir werden das alles von vorne machen müssen. Scheiße. Also die Tür ist... Nein, ich will da nicht rein. Oh, Eispalast. Boah, was ist das für ein Level, ey? Das ist nicht mehr schön. Das ist viel zu viel Geisterhaus. Mit Türen, die zu Türen führen, die zu Türen führen, die zu Türen führen. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Ich meine, gut, viele von denen sind ja auch fake. Das heißt, es sieht immer noch nach mehr aus, oft als eigentlich ist. Warte mal. Das bringt uns zu einem 3... Upp, oder auch nicht. Gib. Nicht, dass ich das jetzt brauche, aber... Wow, der funktionierte sogar. Wow, dankeschön.
Level so komisch, ne? Ich bin jetzt wieder hier. Nein, dann will ich... Nee, da will ich nicht sein. Ein Ziel? Ist das echt? Wir haben einen Ausgang gefunden. Ich weiß nicht, ob es drei Ausgänge gibt, ob es zwei Ausgänge gibt. Aber guck mal, es gibt zwei Schlüssellöcher. Ich zeige euch mal ein anderes Level. Ein normales Level in Secret Exit hat ein Schlüsselloch. Ja, zwei. Na gut, wir bleiben dran. Ach so, manchmal wird er zu Luigi, der Geist. Okay. Also, nochmal das Level. Ich glaube, das war das Normal Exit, was wir gefunden haben vorher. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen. Ja. Oder auch nicht. Komm, ich spule auch ein bisschen. Okay. Achso, ich wollte... Na, falsch gedacht. Das ist so eine Stelle, die ist einfach, wenn man klein Mario ist, aber als großer Mario Bullshit. Nö, dann bleibe ich halt klein. Und sterb trotzdem. Okay. Okay. Boah, das ist kein Boden. Das ist doch... Mann. Ja, aber das ist dann von unten doch wieder... Oh, Mann, das arbeitet so gegen mich alles hier. Also, ich will immer auch Luigi den Boss sehen. So. Ah ja, die darf ich ja nicht berühren. Ich vergesse das immer. Ich weiß es jetzt, aber ich komme nicht dran vorbei. So. Links waren wir ja noch nicht. Wir waren ja in ganz vielen Türen noch nicht. Oder ganz viele Wege an sich. Die ist echt. Aber ist auch die unterste echt. Nee, okay, gut zu wissen. Kann ich rewinden, dass ich... Ja, wunderbar. Oh. Fair. Faires Leveldesign. Auf jeden Fall, das ist so richtig... Ja! Falle, tot. Ha, lustig. So, nochmal eine Million Türen. Rewinden wir nochmal bis zum Anfang. Okay, es hat geruckelt. Das ist nämlich diesmal gestorben. Ah. Boah. Eine, noch eine, hier. Jetzt gehen wir alle durch einmal. Hier war ich auch noch nicht, aber... Warte mal. Noch erstmal noch mehr Türen durchchecken. Weil die ist auch echt. Bringt uns aber nur eine Yoshi-Münze. Das heißt irrelevant. So, da sterben wir. Hallo. So, sonst gibt es hier keinen... Ach so, aber man kann ja auch weitergehen. Stattdessen... Was ist... Was kann Yoshi? Der ist auch böse, ne? Ja. Hier ist noch eine Tür. Aber die führt uns einfach nur zum Anfang zurück. Ja, super. Okay, cool. Okay, dann wissen wir jetzt, welche wir nehmen. Nämlich, ich glaube, die hier war das, ne? Nicht? Okay. Hier war ich auch. Nee, ich war in diesem Raum, aber ich war nicht von der Seite da. Ich glaube, ich bin hier gespawnt. Aber jetzt bin ich hier unten stattdessen. Moment. Wir müssen jetzt immer lange warten. Hier ist zwar nichts, aber ich wollte trotzdem mal gucken. Ob da eine unsichtbare Tür ist vielleicht. Das würde ich im Spiel zutrauen, mir einfach eine unsichtbare Tür dahin zu knallen. Die ist echt... Und wir sind wieder hier. Hier waren wir ja auch schon. Ja, ich bin noch nicht links lang gegangen. Was kann der? Der ist echt. Ich war hier schon, aber nicht von der Seite. In dem Raum. Hier weiß ich gerade gar nicht mal mehr, ob ich war.
Führt mich nur zurück, okay. Gehen wir oben lang. Ach, damit kann ich durchfallen. Die sind alle fake. Wieder ein Ausgang, aber mit anderer Musik. Das ist aber das Ziel, okay. Das ist ein Ziel. So, jetzt ist die Sache. Ich weiß nicht, ob es einen dritten Ausgang gibt. Das wäre mir neu, aber wir müssen gucken. Das wäre mir wirklich neu, dass es drei Ausgänge in einem Level gibt, aber woher soll ich denn das jetzt besser wissen, ne? So, ich nehme einen Treffer hier. Wow. Kauf, ja. Nur anders als erwartet. Ich nehme hier auch bewusst ein, damit ich auch durchkomme, ohne mich zu stressen dabei. Na. Ah. Da nochmal. So. Ja, es gibt noch hunderte Wege, die ich nicht gegangen bin. Unmöglich. Zum Beispiel hier, da war ich noch gar nicht. Damit lande ich. Aber ja, hier war ich aber schon. Okay, dann führen mehrere Wege auch zum gleichen Ausgang. Also nicht Ausgang. Ausgang ist ja Exit, aber... Nächsten Szenario. Komm schon. Schade, schade. Einfach weiter und hoffen. Vielleicht muss ich sogar hier rein, wer weiß. Kann mich nicht erinnern, dass ich hier mal gewesen bin. Hier bin ich wieder am Anfang. Es führt mich einfach zum Level-Anfang zurück. Also wirklich, oder? Oder ist das, sieht das nur so ein bisschen Level-Anfang-mäßig aus? Nochmal. Ich will nur mal kurz reingucken. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, an diesen beiden Fake-Cooper-Ding-Typen da vorbeizukommen. Scheint aber wirklich der Anfang vom Level zu sein wieder. Ohne, dass sich da was geändert hat. Ist es auch. Das ist für eine Yoshi-Coin und ich... Warte mal. Nö. Dann nicht. Also wirklich, ich mache euch das ganze Level von vorne, nur weil ich jetzt ein Geheimnis da gefunden habe. Also nicht ein Geheimnis, aber eine schwer erreichbare Stelle oder so. Nö. Sehe ich ja mal sowas von nicht ein. Okay, unecht. Ich dachte gerade nämlich wirklich, ich hätte gerade was Cooles gefunden. So wirklich so, das könnte was sein, aber nein. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wow. Okay, so schnell kann ich sicherlich nicht reagieren. Wo bin ich hier? Warte mal, es ist auch wieder... Also nicht ganz der Anfang, aber der zweite Raum. Das ist wieder der zweite Raum. Und selbst wenn ich hier weitergehen würde... Welcher? Ah nee, hier lande ich in diesem Raum. Okay. Gucken, ob hier noch was ist. Oh, ich habe gehofft, ich würde noch durchkommen. Warte mal, die Münzen tun mir nichts. Anscheinend. Krass, wusste ich nicht. Okay, hier waren wir schon. Und mehr gibt's auch gar nicht. Also gehen wir hier weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo mich diese Wege hier alle hingeführt haben. Ja. Okay, okay, okay. Alles gut. In den Raum hier. Ach, ich wollte die Münzen sammeln. Ja. Das kann ich mir echt nicht merken, so Münzen nicht berühren. Also klar, so mal schon, aber man vergisst das immer wieder. So, dann sind wir wieder hier.
dann sind wir wieder hier. Und dann gibt es auch nicht mehr so viel hier zu machen. So, jetzt sind wir wieder im Eistempel. Aber nicht so. Wir waren ja noch nicht hier unten. Aber ich glaube, hier waren wir jetzt doch wieder. Doch, hier waren wir ja wieder. Hier ist nämlich der Schlossmusikteil zumindest. Okay, ne. Gibt's nur die? Hier war ja das, der Dreiab-Mond. Hier landen wir hier. Moment, aber wenn ich hier und dann hier hingehe, dann bin ich ja wieder draußen beim einen Exit. Hier war ich, glaube ich. Vielleicht. So, doch, ich glaube, hier war ich schon. Lande ich wieder. Oder? Am Anfang? Ja, bin ich wieder am Anfang. Da geht's ja nicht weiter, oder? Ne. Also, nicht für mich jedenfalls. Damit landen wir wieder im Eispart. Achso, warte mal. Ich war schon richtig. Da war ein L, das ist mir schon aufgefallen. Ich habe gedacht, es wird so ein Luigi-Boss kommen, aber... Ach so, ich lande hier immer wieder hier. Okay. Nö, dann habe ich, glaube ich, zumindest alles gemacht, was zu machen ist. Und da gibt es keine drei Ausgänge, wenn ich jetzt richtig liege, wisst ihr? Würde mich auch wundern, weil das ist was Neues. Aber warum macht ihr dann zwei Schlüssellöcher dahin? Das check ich halt nicht. Ja, hier endet das Level. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nichts weiteres gefunden. Ich wüsste auch gar nicht, wo ein dritter Ausgang uns hinführen sollte. Deswegen, lassen wir es mal hierbei. Und gehen ins Schloss. Okay. 14,6. Das war jetzt 14,5. Okay.